aktuellen Frage des Tages. Wir haben die Leute heute gefragt, was sie vom Prinzip der Zeitarbeit halten. Vom Prinzip Zeitarbeit? Sehr fragwürdig wegen der geringen Bezahlung der Zeitarbeiter. Werden ja nicht tarifmäßig bezahlt, sondern haben da irgendwie einen Dumpinglohn. Aus Nutzerei, würde ich sagen, hört man ja ganz oft, ne? Dass das dann. Ich habe auch selbst, wie ich auf Jobsuche war, wie ich hier nach Münster gekommen bin, also ich bin Erzieher und sollte dann auch über so eine Zeitarbeitsfirma irgendwie was einen Job kriegen und das wäre auch deutlich weniger Gehalt gewesen, als ich jetzt mit meinem Job kriege. Für die Firmen ist es natürlich gut, die wollen ja alle verdienen, aber für die Leute selbst, für die Betroffenen ist es nicht gut. Zunächst einmal ist jeder Arbeitsplatz in Ordnung. Das kommt dann darauf an, wie die Arbeitgeber mit ihren Arbeitnehmern umgehen. Ne? Ob sie korrekt entlohnt werden, ob sie vernünftig behandelt werden, aber warum keine Zeitarbeit? Habe ich nicht viel mit zu tun, aber finde ich auch nicht gut. Weil? Ja, weil es das Bild so verzerrt. Ne? Dann sind Leute beschäftigt so für eine Weile und dann haben sie wieder nichts so. Und das drückt vielleicht auch die Preise. Also die Stundenlöhne so. Mhm. Also habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ja. Also ich habe da auch mal gearbeitet. Da wurde ich komplett verarscht. Die lassen einen zu Hause. Mhm. Solange wir dich nicht brauchen, kriegst keine Kohle, nichts, musst selber sehen, mhm, wie du klarkommst. Also über eine Festanstellung geht nichts drüber. Nicht viel. Warum nicht? Erstmal sind das Dumpinglöhne, die gezahlt werden. Zweitens werden diese Einstellungsverträge jederzeit, sind die lösbar. Und ich halte das für sehr ungerecht, dass manche Leute für 6,50 Euro arbeiten müssen. Ja, und überhaupt keine Perspektive haben, trotzdem nicht, da jemals eingestellt zu werden. Meine Freundin selber hat vor kurzem noch bei einer Zeitarbeitsfirma hier in Münster gearbeitet. Mhm. Die Entlohnung war, wenn man es auf den Punkt bringt, unter aller Sau. Ja, gerade mal den Mindestlohn. Ja, allerdings vorher und nachher eine Stunde Nacharbeit als Selbstverständlichkeit gegeben. Ja, also ich bin selber im öffentlichen Dienst und bin eigentlich dafür, also dass zumindest der Mindestlohn gezahlt werden sollte. Eine Ausnutzung, Ausbeutung, das ist meine Meinung.